Noch 49 Tage bis zur Wahl und heute ist der Bundesparteitag. Mit Ja haben gestimmt 605. Ja! Aber was zieht man auf so einen Bundesparteitag denn eigentlich an? Auswahl genug sollte ich ja eigentlich haben, oder? Geht das so ganz normal? In Jeans und Pulli, wie im Alltag auch? Oder vielleicht eher so, im Schlafanzug? So ein Blazer muss ja vielleicht schon sein, oder? Oder doch besser im Kleid? Im Zweifelsfall wissen immer die Mamas Rat. Ich glaube, ich rufe meine mal schnell an. Es klingelt und keiner geht ran. Jetzt lässt sie mich auch noch im Stich. Mama, ich war doch am Sonntag auf dem Bundesparteitag und was ziehe ich da denn an? Ich weiß gar nicht, was ich einpacken soll. Hilf mir! Und im Zweifelsfall hilft natürlich immer erstmal Google. Also das hilft auch nicht weiter. Das Einzige, was da kommt, sind irgendwelche Nachrichten aus den letzten Jahren. Hat sich diese Frage noch vorher noch niemand anders gestellt? Der Koffer ist endlich gepackt. Es kann losgehen nach Berlin. Berliner Hauptbahnhof. Wir sind gerade eben hier angekommen. Es ist noch relativ früh am Morgen. Wir konnten im Zug schon ein bisschen Schlaf nachholen und werden uns jetzt mitten in die Stadt stürzen und uns mal umziehen. Heute ist jetzt der große Tag. Es geht jetzt eben zum Frühstück im Hotel und dann gleich weiter zum Bundesparteitag. Ich bin jetzt hier am Veranstaltungsort für den Bundesparteitag angekommen. Es ist schon richtig viel los. Die Leute strömen hier rein. Es sind mehrere tausend Besucher angekündigt und ich werde jetzt mal ein paar Meinungen und Bilder einfangen. Für mich ist das hier ja der allererste Bundesparteitag. Genau, für dich sind es schon ein paar mehr, oder Götz? Der wievielte Bundesparteitag ist das? Ich habe das Glück, heute zum 6. Mal dabei sein zu dürfen. Katja, der wievielte Bundesparteitag ist das für dich? Also als Delegierte ist das der erste. Der erste und dann gerade heute? Ja, das ist echt super. Toll. Ja, ich freue mich auch richtig doll und ich bin echt gespannt, wie das heute wird. Wir sind jetzt auf dem Bundesparteitag, Thorsten. Ja. Was machen wir hier heute? Ja, wir machen heute Martin zum Kanzlerkandidaten, zum Parteivorsitzenden und irgendwie gefühlt 10.000 Leute sind hier. Genau. Alle sind fröhlich in einer ziemlich geilen Halle, ehrlich gesagt. Ich finde auch, die Stimmung ist bombastisch, es macht richtig viel Spaß. Für mich ist es der allererste Bundesparteitag. Echt? Ja, das ist immer ein guter Anfang. Absolut. Ich habe schon nicht ganz so lustig erlebt. Also, du fängst sehr gut an hier heute. Denke ich auch. Also, so kann es meinetwegen gerne weitergehen. So machen wir das. Jetzt feiern wir mal ein bisschen heute. Hier an dem Rednerpult hinter mir wird Martin Schulz nachher seine Rede halten und danach wird er dann zum Kanzlerkandidaten nominiert. Was ist das für ein Gefühl, wenn man so ganz spontan scheiß von der Seite angelabert wird? Da
Das ist überhaupt kein schlimmes Gefühl, weil ich, so wie du ja auch, mache das sehr, sehr charmant. Und deshalb freuen sich die Leute immer total. Ja, oder sie reagieren immer sehr, sehr nett. Ja, vor allen Dingen. Ist auch dein Eindruck. Ich merke ja hier so eine gewisse Euphorie im Raum und das ist natürlich toll. Total, macht sehr viel Spaß. Ja, du hast ja auch das richtige Outfit dabei, rot mit rot. Sag mal, deine Socken, sind die auch rot? Natürlich nicht. Irgendwo hört es auf. Ne? Also bist du keine rote Socke? Nee. Und es ist die Vielen Dank. Ich bin jetzt zurück vom Bundesparteitag, sitze gerade im Büro und schaue mir das ganze Material an, was ich gefilmt habe. Ziemlich coole Aufnahmen dabei, aber manchmal hat es irgendwie auch nicht so richtig gut geklappt. Denn eigentlich hat Hannelore mir richtig gute Tipps gegeben, worauf ich achten muss beim Vloggen. Und der beste Tipp ist natürlich, ich sollte auch dann auf den Play-Knopf drücken, wenn ich was aufnehmen will und nicht davor oder danach. Mit Ja haben gestimmt 650. Aber das bist du ja insofern, glaube ich, bist du auf einem sehr, sehr guten Weg. Lara, Niklas, der Parteitag ist vorbei. Martin Schulz ist mit 100% sowohl zum Parteivorsitzenden als auch zum Kandidat gewählt worden. Total crazy. Ja, total verrückt. Wie war denn der ganze Tag für euch so? Großartig. Ja, also meine Hände tun tatsächlich ein bisschen weh vom Klatschen, aber es war richtig cool. Also müsst ihr jetzt erstmal nach Hause und die Hände ein bisschen pflegen. Aber ja, das war's wert? Das war's wert. Ja, auf jeden Fall. Es war ein super Parteitag. Noch nie so eine tolle Stimmung gegeben. Großartig, wir gewinnen den Wahlkampf und das wird richtig klasse. So, ich bin jetzt nach einem echt super, super tollen, aber auch ganz schön anstrengenden Wochenende in Berlin wieder in Kiel angekommen. Der Bundesparteitag heute hat richtig viel Spaß gemacht und ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr liked oder kommentiert und auch meine anderen Videos anschaut.